Randolph Kronberg ist ein Synchronsprecher von Dr. McCoy aus der Klassik-Serie. Das ist Ihre erste Convention. Das ist meine erste Convention, ja. Ich muss mich sehr schämen. Ich musste jedes Mal absagen. Ich bin schon so oft eingeladen worden, aber es hat nie zeitlich geklappt. Das liegt vermutlich daran, dass Sie unheimlich viele Rollen haben. Welche Person haben Sie außer Dr. McCoy noch gesprochen? Ja, ich habe im Moment eine Serie Reich und Schön. Ich habe gemacht Falkencrest und Unter der Sonne Kaliforniens und Michael Landon in Unsere kleine Farm und was hieß das, Der Mann vom anderen Stern. Naja, und dann spreche ich halt auch sehr viele Filmschauspieler, also den William Hurt, den Jeremy Irons manchmal, Delon habe ich auch gesprochen, Depardieu habe ich zu Anfang auch mal gesprochen, als er noch ein bisschen dünner war. Chamberlain. Ja, was fällt mir noch ein? Das ist im Moment alles, was in meinem Kopf rumschwirrt. Aber es sind eine Menge. Eine Ihrer größten Rollen ist Eddie Murphy? Ja, das sage ich sehr zögerlich. Ich wollte den eigentlich nicht mehr sprechen und habe mich dann breitklopfen lassen, den jetzt doch nochmal zu sprechen, weil ein Kollege, mit dem Probesprechen gemacht wurde, leider kläglich versagt hat. Das heißt, nicht stimmlich, sondern physisch. Und da riefen die mich ganz dringend an, bitte, bitte, bitte noch einmal. Und nun sind es schon dreimal gewesen wieder. Und dann habe ich eine Serie mit ihm gesprochen in Berlin, jetzt gerade 3 Wochen lang. So etwas Ähnliches wie Toy Story, so computeranimierte Figuren. Und war er Produzent, Autor, Regisseur. Und dann hieß es, ja, und er spricht da auch eine kleine Rolle. Und dann habe ich gesagt, ja, schick mir mal eine Kassette. Es spricht so gut wie niemand anderer außer ihm, wie es bei Eddie Murphy immer so ist. Aber es macht mir keinen Spaß, um ganz ehrlich zu sein. Warum? Na ja, Sie hören ja, wie ich normal spreche. Und wenn ich von morgens bis abends so sprechen muss. Also ist es wirklich so schwierig, auch für die Stimme anstrengend, oder? Ja, natürlich. Ich muss das ja dauernd hochstemmen. Und das war, als ich angefangen habe, glaube nur 83 war der erste Film, da war ich ja auch noch ein bisschen jünger und da ist mir das eigentlich leicht gefallen, aber es wird von Jahr zu Jahr mehr anstrengender, mühsamer und wenn ich ganz ehrlich bin, ich finde seine Filme auch meistens nicht mehr sehr gut. Die ersten Glücksritter und 48 Stunden, das waren noch schöne Filme, der erste Beverly Hills Cop auch noch, aber was danach kam und das, was ich jetzt gemacht habe gerade, er brüllt nur rum. Wenn ich jetzt an die Rolle des Dr. McCoy denke, verbinde ich das vielleicht nicht so bei Ihnen die Stimme mit dieser Person, wie jetzt bei beispielsweise hier Gertie Honig und Captain Janeway. Das ist einfach Captain Janeway. Jetzt bei Ihnen, das ist mir nicht so präsent. Woran kann das liegen? Liegt an der Rolle. Er ist ja der Doktor und der kommt ja eigentlich immer nur, wenn irgendwie jemand krank ist. Es war einmal, glaube ich, eine Liebesgeschichte auf irgendeinem Planeten. Aber der hat wenig eigenen Charakter, der McCoy. Der hat nie irgendwie sowas Ungewöhnliches. Haben Sie ihn irgendwie anders gesprochen, als Sie jetzt sprechen? Naja, Gott, das ist auch 20 Jahre her. Da habe ich natürlich noch ein bisschen anders geklungen, aber an sich habe ich ihn so gesprochen. Gibt es denn Leute, die Sie irgendwie, wenn Sie irgendwo was kaufen, also sagen, ah, Sie sind doch der, Dr. McCoy, oder sagen Sie dann... Nee, was Dr. McCoy bestimmt nicht. Nein, die sagen einfach, die Stimme kenne ich doch. Die habe ich doch schon irgendwo gehört und ich sage, ja, wenn Sie einen Fernseher anschalten, ist fast jeden Abend irgendein Film, den ich synchronisiert habe. Aber das ist nicht so wie in der E.ON-Werbung, dass man in der Bäckerei sagt, bitte noch einmal. Nee, das ist vielleicht mein Kapital, der Otto Sander, der hat ja nun eine sehr eigenwillige Stimme und das erkennt man sofort. Meine Stimme erkennt man nicht sofort. Es ist zwar so, dass die Leute sagen, die Stimme habe ich doch schon gehört. Aber Sie können mich meistens nicht einordnen. Ich spreche verschiedene Schauspieler verschieden. Ich versuche immer, das Original irgendwie nachzumachen.